Ein Baum pflanzen, einen Obstbaum pflanzen und den ersten Schnitt verpassen, also den Pflanzschnitt, das ist das Thema in diesem Film. Bei mir ist wieder unser Experte Martin Rost. Martin, jetzt haben wir hier zwei Bäume. Ich habe einen im Container, wie man sagt, im Topf, und du einen ohne Container. Welche sind üblicher? Also üblich sind mittlerweile die Container, das ist der Standard. Ja. Wurzelware gibt es immer noch, vor allen Dingen für Hochstämme, so wie hier einer ist. Genau, wir haben jetzt schon vorbereitet, ein Pflanzloch ausgehoben. Sie werden sich wundern, da ist Draht drin ausgelegt, das ist gegen Wühlmäuse. Ja, und diese schönen Wurzeln hier, die werden gar nicht so belassen, sondern die werden beschnitten. Genau. Wie funktioniert das? Die müssen beigeschnitten werden. Hauptsächlich geht es darum, dass gebrochene Wurzeln und zu lange Wurzeln ein bisschen eingekürzt werden. So eine lange, dann was ein bisschen quer läuft, nehmen wir weg, wie die hier. Die nehmen wir noch ein bisschen zurück. Wichtig ist, dass man die feinen Wurzeln schont. Das heißt, für den Baum ist erstmal wichtig, dass er viele kleine, feine Wurzeln hat, weil die sind ausschlaggebend für den Wassertransport. Hier ist eine gerissene Wurzel. Okay. Also auch da achtet man auf Schäden schon. Ja, genau. Und so, das reicht schon. Viel mehr wird man da gar nicht machen. Okay, jetzt ist ein bisschen Erde unten drin. Ich setze sie mal rein. Welchen Abstand nimmt man zu dem Pfahl? Man nimmt so grob eine Faustbreite. Kann auch ein bisschen mehr sein, nicht zu nah. Sonst ist das Binden ganz schlecht. Okay. Von der Höhe, wie man einstellt, muss man darauf achten. Genau, dass er da ist, die Veredelung. Und die muss auf jeden Fall 10 bis 20 cm rausgucken. Also genauso. Hm? Alles klar. So, so viel Erde auffüllen, dass der erste Teil der Wurzel bedeckt ist. Und man den Korb schön darum wickeln kann gleich. Nun machen wir den Draht oben dicht. Also das ist so ein richtiges Paket, wo der drin eingepackt wird. Das ist jetzt ein Draht, der nach einigen Jahren verschwinden wird. Genau, der verrostet nach ein paar Jahren und behindert dann auch nicht mehr die Wurzeln. Und dann sind die Wurzeln so stark, dass keine Wühlmäuse mehr dran gehen. Wühlmäuse sind schon ein Problem, ne? Wenn man jetzt Obstbäume pflanzt. Auf solchen Wiesen wie hier ist das ein großes Problem. Im Hausgarten eher selten. So. Okay. Und dann jetzt kann man zumachen. Hier haben wir jetzt wunderschöne Erde, die so lehmig und humus ist gleichzeitig. Das ist eigentlich ein sehr guter Boden. Das ist ein sehr guter Boden. Da ist jetzt auch nicht ausschlaggebend, dass Dünger dabei kommt oder Pflanzerde. In Neubaugebieten oder Flächen mit schlechten Böden sollte man auf jeden Fall Pflanzerde und einen Dünger dabei mischen. Wichtig ist, wenn hier so ein Wulst entsteht, der fungiert als Gießring, sodass in der ersten Zeit kein Wasser den Hang runterläuft und das alles im Pflanzloch bleibt. Jetzt kann man gut sehen, die Veredelungsstelle, ja, die ist gut 15 cm über der Erde. Ja, genau so muss das auch sein, weil wenn hier dieser Knoten zu tief kommt, das heißt, das ist die Veredelungsstelle, diese Verdickung, dann würde die sich frei machen, das heißt, der würde selber Wurzeln machen und sich dann von der Unterlage trennen. Und das ist unerwünscht, weil die Unterlage steuert das Wuchsverhalten des Baumes und sollte auf jeden Fall 10 bis 15 cm aus der Erde schauen. So, zum Anbinden habe ich hier etwa 2 Meter Kokosstrick. Das ist das richtige Material für die Anbindung. Ja, genau. Das nimmt man zum Anbinden von Gehölzen oder vor allen Dingen von Obstgehölzen. Das hat einen großen Vorteil. Es schneidet nicht ein und verrottet irgendwann, sodass es nicht einwachsen kann. Beim Binden immer darauf achten, man macht eine Acht, also über Kreuz. Einmal hier fixieren. So, da legt man den Abstand fest und dann mit diesem Schnur immer über Kreuz um den Baum rumgehen. Also, dabei entsteht so eine schöne lockere Acht. Genau. So, dass ein bisschen Spiel drin ist, aber trotzdem bisschen Spiel. Stabilität. Ne? So, immer die Faustbreite einhalten. Einhalten. So, wenn man so 5, 6 Achten gedreht hat, dann fängt man an, den Kokosstrick um den eigenen Strick zu wickeln und einen Zopf zu formen. Da der Kokosstrick alle 2 Jahre nachgebunden werden muss, spätestens kann er auch nicht einwachsen. Was bei Kunststoff oder Ähnlichem oft der Fall ist. Den müssen wir jetzt aber noch wässern. Ja, da würde ich sagen so 10 bis 15 Liter. Ich nehme immer Gießkannen,
weil dann weiß ich genau, wie viel ich gegossen habe. Durch den Gießring läuft nichts weg und das Wasser bleibt ausschließlich beim Baum. So, jetzt haben wir ihn gut fixiert. Jetzt geht es an den eigentlichen Pflanzschnitt. Es wird festgelegt, welche Krone der Baum kriegen wird. Ja, genau. Jetzt müssten wir eigentlich die Pflanze insgesamt zurückschneiden, damit sie die Wurzeln, die ja wurzelnackt waren, die ganze Pflanze im Sommer auch ernähren können. Das heißt, mit Wasser und Nährstoffen versorgen können. Und dafür müssen wir die Krone reduzieren, damit die Pflanze nicht ein bisschen überlastet ist. Und das machen wir jetzt mal. Und zwar Ziel der Geschichte ist, dass man einen durchgehenden Leibtrieb hat. Das werden wir diesen hier nehmen. Und die anderen alle ein bisschen zurücknimmt, also zurückschneidet. Wichtig ist auch hier, dass man immer darauf achtet, dass die Knospe, die zuletzt am Ast ist, nach außen guckt. Also, dass die Krone breiter wird. Schneide ich mal hier vor. Einmal. Zweimal. Gucken, wie die Knospe ist. Da. Ja, da ist eine. Okay, und dann nehmen wir hier einen ganz raus. Hier haben wir noch einen, den wir zurücknehmen müssen. So. Und hier nehmen wir einen Trieb ganz raus, weil der sehr ungünstig gewachsen ist. Hier ist eine Verbänderung, der ist nicht ganz gesund. Verbänderung heißt, der wird breiter in sich. Ne? Der wird breiter in sich und ist hier ganz schlecht als Sollbruchstelle. So, und so haben wir den. Als durchgehenden Mitteltrieb, den schneiden wir noch ein bisschen nach hier, einmal, und den lassen wir so zwei Faust groß durchlaufen. Leicht schräg anschneiden und dann gucken, dass wir es ein bisschen nach innen wächst an Trieben, die noch rausnimmt und sich nicht behindern. So, jetzt hat unser Bäumchen hier den ersten Schnitt verpasst bekommen. Wir haben 1, 2, 3, 4 Leitäste. Das wären richtig dicke Oschis mit den Jahren, ne? In der Höhe. Genau. Und das hier ist die Stammverlängerung, genau. Die dann nach oben geht. Der hier geht als Stammverlängerung durch und das gibt die Trageäste. Und jetzt nochmal das Wichtigste zum Pflanzschnitt zusammengefasst. Kürzen Sie die Wurzeln ein und entfernen Sie dabei vor allem beschädigte Wurzeln. Entfernen Sie Triebe, die dem Mitteltrieb Konkurrenz machen. Lassen Sie 3 bis 4 Äste stehen, die als Leitäste die Krone bilden. Sie sollten möglichst gleichmäßig in alle Richtungen stehen. Am besten ist es, wenn die Äste etwa einen 45 bis 60 Grad Winkel zum Stamm bilden. Wenn sie zu steil sind, kann man sie mit einem Holzstück abspreizen. Kürzen Sie diese Leitäste auf gleicher Höhe ein, etwa um ein Drittel, aber immer über einer Knospe, die nach außen zeigt. Kürzen Sie den Mitteltrieb so, dass er etwa 2 Faustbreit über die Leitäste herausragt. Jetzt hat der Baum sein Grundgerüst erhalten. Und in den nächsten Jahren muss er seine Krone weiterentwickeln und erzogen werden. Und das ist das Thema, was beim Erziehungsschnitt reinspielt. Und den zeigen wir Ihnen in einem anderen Film.